Ende Januar 2021 produzieren wir dieses Schmuckstück. Und Frank Röder hat gesagt, ja, das, was hier passiert ist, das hat dieser Winzer wirklich verdient, denn er hat einen ersten Platz bekommen. Und was es genau für ein Platz geworden ist, das wird uns gleich mal Frank Röder erzählen, Master of Wine. Ja, grüß dich Frank, guten Morgen. Guten Morgen Sven, ja, willkommen. Genau, du hast die Einleitung quasi perfekt mir in den Mund gelegt, denn Bouvet La Dubé, das ist einer der besten Schaumweinerzeuger der Welt. Er sitzt an der Loire und erzeugt damit keinen Champagner, sondern Crémant. Und dieser Crémant hat es in den letzten 13 Jahren tatsächlich geschafft, und zwar 12-mal, den ersten Platz der besten Schaumweinerzeuger Frankreichs zu belegen. Ja, jetzt sagt man ja, der erste Platz, Autobild. Ich sage jetzt mal, die Leute können den kaufen, da gibt es eine Überweisung. Also ich sage jetzt nicht so, die testen halt schon mal, das geht hier ein bisschen anders zu, oder? Ja, das wird sehr präzise analysiert von der Zeitschrift Weinwirtschaft. Die macht das schon viele, viele Jahre und kürt quasi nicht die beste Qualität. Die Qualität ist natürlich auch einer der wesentlichen Kriterien für die Auswahl, sondern auch die Positionierung im Markt, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Visibilität der Marke, die Präsenz im deutschen Markt. Und da werden von allen Kategorien jeweils die 100 Besten vorgestellt. Und wie gesagt, 12-mal in den letzten 13 Jahren war es ein Wein von Bouvet La Dubé. Und die wechseln sich aber auch laufend ab. Mal ist es der Brut Excellence und der andere ist der Tresor. Und die wechseln sich quasi immer mal wieder ab. Und zwar 2021 war es jetzt im Januar der Excellence Blanc Brut von Bouvet La Dubé. Stark. So, du hast das Ganze mal ausgedruckt, dass man es mal sieht. Also das wäre ja praktisch für die jetzt ein Weltuntergang, wenn die Manjahr nicht gewinnen würden, ja. Das heißt also durchgehend von 2008 bis 2020, geht es denn damit rechten Dingen zu so oft oder ist die Qualität oder stimmt das alles, das Gesamtpaket? Nee, das ist schon sehr seriös. Also das muss man wirklich sagen, das ist neutral und Bouvet ist einfach so eine starke Marke und macht auch so eine exorbitant gute Qualität und verkauft die auch zu einem vernünftigen Preis. Das ist halt eben wirklich in dieser Größenordnung ganz, ganz wenige Alternativen gibt und die haben das tatsächlich verdient. Ja, der Wein des Monats. Oft sind wir deutlich unter 10 Euro. Ich kriege hier schon ein bisschen Angst, weil die Ausstattung hier von dem Wein, allein hier, ich sag mal, diese wunderschönen Kartons, wenn man denn 6 nehme ich an, sind drin im Karton. Jawohl. 6 Stück kauft, genau. Dann bekommt man sogar den Karton gratis dazu, nehme ich an. Aber das hat eine schöne Ausstattung. Vielleicht mal vorab, bevor wir den Preis reden, ja. Ist das hier so ein, ich sag mal, wo ist jetzt der Unterschied Crémant und Champagner, wenn ich da mal kurz aufkläre? Ja, das ist nicht so ganz einfach für viele Menschen zu verstehen, aber man kann es mit wenigen Worten auf den Punkt bringen. Ein Champagner muss immer aus dem Anbaugebiet Champagne stammen. Es gibt ganz, ganz strenge Regeln zur Erzeugung der Champagner und Champagner ist und bleibt die beste Kategorie für Schaumwein auf der ganzen Welt. Kein anderes Gebiet, keine andere Kategorie schafft es, an dieses Qualitätsniveau heranzukommen. Und der französische Gesetz oder ja, der europäische Gesetzgeber hat dann Anfang der 80er Jahre diesen Begriff Méthode Champenoise, also das Champagnerverfahren, für alle anderen Schaumweine der Welt verboten. Und damals wurde dann dieser Begriff Crémant erzeugt. Also Crémant wird ebenfalls wie ein Champagner nach dem Flaschengärverfahren erzeugt. Das heißt, es gibt eine zweite Gärung in der Flasche, im Gegensatz zum Sekt. Beim Sekt ist es so, dass der in einem Tank gärt und dann in die Flasche gefüllt wird. Aber hier wird er wie beim Champagner findet die zweite Gärung mit den Hefen in der Flasche statt. Und natürlich muss wie bei einem Champagner auch diese Hefe, bevor er auf den Markt kommt, aus der Flasche wieder raus. Und das ist ein aufwendiges Verfahren, das kostet Geld. Und deswegen sind wir hier auch ausnahmsweise mal nicht unter 10 Euro, aber ganz knapp dran. Ja, es ist so, du hast es eben erwähnt, man darf es nicht mehr sagen, es ist eine Methode praktisch ähnlich des Champagners.
so ist es, darf nicht draufstehen, aber ich sag mal, die haben das ja dann nicht abgeschafft, sondern die haben gesagt, okay, das hat Vorteile, wenn man das genauso macht. Ich habe ja gar keine Ahnung von Wein, deswegen unterhalten wir zwei uns ja immer. Wenn ich einen Champagner trinke, habe ich so das Gefühl, der ist so ganz weich, das hängt natürlich auch vom Champagner ab, aber so die Bläschen, die sind so ganz zart, er umschmeichelt irgendwie die Zunge. Bei jedem Schluck denkt man natürlich auch an den Preis, den man gerade runtertrinkt, aber man hat ein tolles Erlebnis. Ist das hier auch so? Ja, definitiv ja. Und diese Feinheit der Perlchen in einem Champagner, die sind deswegen so fein, weil er relativ lange auf dieser Hefe lagert. Also beim Champagner sind es Minimum 18 Monate, aber viele Champagner sind oft 24, 30 Monate lang auf der Hefe und die ganz großen viele Jahre sogar. Und beim einfachen Cremant ist die Vorschrift, dass er nur 9 Monate auf der Hefe bleibt. Mhm. Und aber erst nach einem Jahr auch freigegeben werden darf. Tatsächlich ist es aber so, dass die guten Cremants 12 Monate, 18 Monate, also je länger, umso besser auf der Hefe bleiben und damit auch ein sehr, sehr feines Spiel der Bläschen im Glas haben und damit auch ein sehr angenehmes Mundgefühl. Und bei Bouvet ist das definitiv der Fall. Er hat nicht umsonst diese absolute Spitzenqualität, die sich eben auch in der Perlage ausdrückt. Ja, sehr schön. Wir haben ein neues Kamerakind. Ich will das gerade mal zeigen. Er kommt aus Frankreich, aus Bordeaux. Tu parles français? Je parle français, aber ein bisschen Deutsch auch. Ein bisschen Deutsch. Du kannst das gut, denn dein Papa selber ist auch Winzer, oder? Ja, mein Papa ist Winzer. Genau. In Fronsac, ist nähe von Bordeaux, Château Villard. Dein Alter bitte? Mein Alter ist 21. 21. Trinkt man das ab und zu mal, zum Beispiel jetzt mal ein Cremant? Ja, manchmal ja. Manchmal ja, in Frankreich schon. Schon. So ist das, ja. Ich habe ja mal kurz reingemacht, denn ich sag mal, das hier ist natürlich was, ist schon gehoben, aber man kann sich das so einmal die Woche auch mal gönnen, sage ich jetzt mal, oder öfter. Ja, auch öfter, wenn man möchte, weil die Produkte sind echt bezahlbar und Preis-Leistung ist gigantisch. Das muss man auch beim Normalpreis, der kostet normalerweise 12,50 Euro. Und wir haben sowohl den weißen Excellence als auch den Rosé Excellence, die bei uns normalerweise 12,50 Euro kosten, im Februar als Wein des Monats. Beide kann man auch beliebig mischen, die Bestellung. Beide kosten dann 10,50 Euro, also man spart 2 Euro. So, jetzt bin ich selten so gespannt, wie der schmeckt. Ich gucke mal auf die Uhr, wir haben kurz vor 11 und Champagner belebt, muss man sagen. So ein kleines, ich sag mal, Gläschen Champagner hat man zum Beispiel bei Karneval, kriegt man das immer so, auch so gegen 11 Uhr. Dann fühlt man sich so richtig schön beschwingt. Klar, wenn ich dann noch viel mehr trinke, dann fühle ich mich etwas abgeschwingt. Aber das Sektfrühstück ist ja hierzulande auch wohl bekannt. Aber und jetzt tatsächlich bringt es den Kreislauf in Schwung, ja. Sag mal, Unterschied Sekt und hier Cremant. Ja. Das ist ja so, du hast ja eben gesagt, der wird nach einer ähnlichen Art hergestellt wie der Champagner. Ja, beim Sekt nicht, oder? Ja, deutsche Winzersekte beispielsweise, die nutzen auch das Flaschengärverfahren. Das heißt, eine sehr aufwendige, hochwertige Methode, die man eben entsprechend nur bei guten Qualitäten anwendet. Und die Massensekte sind aber industriell erzeugt und da hat man eben dieses Tankgärverfahren und das ist ordentlich, das ist aber sehr viel preiswerter und deswegen kosten die in aller Regel auch weniger. Also einen guten Cremant oder einen guten Flaschengärsekt findet man selten unter 10 Euro. Wir reden jetzt nicht von Rotkäppchen oder von irgendwas anderem, genau. Sondern so, das ist jetzt die wievielte Flasche, die du schon mal geöffnet hast an Schaumwein? Ja, hunderte, tausende wahrscheinlich. Achso, du gießt das in einen. Ja, jetzt kommt nämlich die Überraschung schlechthin wahrscheinlich für alle, die hier zuschauen. Normalerweise gießt man den Cremant in ein Sektglas. Bitte keine Flöten verwenden, bitte keine Schalen, Champagner-Schalen verwenden. Da geht die Perlage viel zu schnell verloren, sondern wirklich diese Sektgläser. Und man sieht es schon, warte mal kurz, ich wie zeig das feinperlig dieser Cremant von Bouvet ist. Das ist wirklich super, super feine Bläschen, hoch elegant. Und deswegen
schmecken die auch nicht so trocknend am Gaumen, weil jeder kennt es von intensivem Sprudel, wenn da die Perlage, also diese Bläschen ganz, ganz grob sind, dann gibt es auch so ein trocknendes Gefühl im Mund und das ist sperrig und eckig. Also wenn die Bläschen fein sind, ist das eine tolle Sache. Und dieser Cremant ist jetzt aus Chenin Blanc und aus Chardonnay erzeugt und Bouvet hat etwas entwickelt, nämlich einen Dekanter für Schaumwein. Echt? Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, mittlerweile 10 Jahren, habe ich auch gedacht, verrückt, das kann ja gar nicht funktionieren, weil was passiert, wenn man einen Cremant eingießt, ja, die Perlage geht irgendwann verloren, dann schmeckt der fad. Und wenn ich den jetzt hier in den Dekanter gebe, dann ist es ja so, dass ich tatsächlich sehr viel Bläschen sich darin verlieren, an der Oberfläche zerplatzen, entweichen und damit geht auch viel Trinkvergnügen verloren. Aber nein, Bouvet hat es wirklich wissenschaftlich untersuchen lassen. Ich zeig das mal gerade von der Seite, dass man das mal sieht. Man sieht hier, also hier sind so Rillen in dem Dekanter drin, dass der also möglichst reibungsfrei oder reibungsarm geführt wird in diesen Rinnen. Man sieht, es schäumt, ja. Aber was man auch sieht. Was du alles siehst, Frank. Also ich bin. Diese Bläschen sich doch präsent halten. Und wir gießen jetzt mal die ganze Flasche hier ein, ja. Boah, hast du noch was vor? Normalerweise wird ja auch, ich sag mal, probiert. Ja, das ist sieht, absolute also Premiere. In einem Glas sofort löst sich dieser Schaum auf. Es passiert hier nicht viel, weil kein Mussierpunkt da ist. Ja? In einem Sektglas habe ich normalerweise so einen kleinen Punkt drin, wo die Bläschen dann auch ausabperlen können. Und hier habe ich das gar nicht. Das heißt, ich verliere gar nicht so viel von der Perlage. Und jetzt kommt das Verrückte. Wenn man das dann eingießt. Dann schaut es gleich wieder. Ja, bleibt die Perlage im Glas ganz genauso präsent. Ja, man sieht es am Mussierpunkt, ja, steigen die Bläschen auf. Und das ist einfach ein Mittel, dass der Cremant noch besser schmeckt. Er profitiert durch das Dekantieren, mit dem Kontakt von Sauerstoff und das Trinkgefühl ist einfach ein anderes, ein besseres. Und ich zeige das nochmal, also es bläst, die Bläschen steigen fein hoch. Ja. Der Duft kommt dadurch stärker zum Ausdruck. Man hat hier wunderbare Aromen von Zitrusfrüchten, ein bisschen Apfel, florale Noten, wunderschön. Und am Gaumen unglaublich saftig, erfrischend, faszinierend, elegant, samtig weich fließt er über den Gaumen. Hat hinten mineralische Noten, expressiv. Und also was die leisten mit diesem Excellence Brut, das ist wirklich vorbildlich. Und das ist ein ganz, ganz großartiges Produkt. Und zu dem Preis muss ich sagen, genial. Das ist so gemein. Du trinkst das jetzt. Ja. Ich muss die Kamera halten, links das Mikro. Ich würde den. Ist selten, dass ich mal so gerne jetzt mal was probieren würde. Ich mache das gleich. Und du hast es live mitbekommen jetzt gerade, ja. Was das für ein Feeling ist, wenn er probiert. Das ist, so, schön. Oder? Ja, es ist schön. Es ist ja sehr speziell und sehr schön. Ja, dieses neues. Wie nennst du das? Diesen Dekanter. Diesen schmalen Dekanter, weil viele Dekanter sind ja unten ausladend breit, damit sie möglichst viel Luftkontakt haben. Und das ist hier schon super elegant gelöst. Ne? Wenn man genau reinschaut, sieht man sogar den Namen von Bouvet Ladoubé unten am Flaschenboden. Oh, das tut mir leid. Genau, wenn du mal kurz das mal hochhebst, dann kann man es vielleicht noch ein bisschen besser. Nee, das ist jetzt, wenn man es hier auf die dunkle Fläche macht und für oben reinguckst, dann kannst du tatsächlich Bouvet-Ladoubé sehen. Stark. Ja, jetzt gibt es ja ein kleines Problem mit diesen Dekantern. Ja. Ich reinige die jetzt von innen, da gibt es Bürstchen und so weiter, aber trocknen, das ist wahrscheinlich ein Albtraum bei einem Dekanter. Oder gibt es da Tricks? Bei dem hier ist es relativ einfach, weil der eine große Öffnung hat und man kommt da sehr gut mit einem Flaschenputzer rein.
Wenn man trocknen will, kann man auch sehr gut ein Geschirrtuch da rein schieben. Wenn man einen kleinen Holzlöffel hat, geht es noch einfacher und unten fällt er ja wieder auseinander und man kann das hervorragend trocknen, also das ist kein Problem. Es gibt aber auch so Trockengestelle für Dekanter, das ist dann einfach ein Drahtgestell, dann hängt man den umgekehrt rein und lässt ihn austrocknen. Zufälligerweise hast du hinten einen auf dem Holztisch liegen. Ich wollte ja eigentlich gerade wenn du den mal kurz holst, dann zeige ich das mal gerade. Also das ist das Schönste, was ich je gesehen habe, muss ich sagen. Ein toller Dekanter. Wenn du mir kurz verrätst, ist der verfügbar? Kann man den kaufen? Ja, den kann man kaufen, aber schlag mich jetzt, ich kenne den Preis nicht aus, wenn ich... Aber der ist bei dir in der Preisliste? Ja, ich kann ihn besorgen. Okay, ja. Machen wir so. Also es ist jetzt kein Massenprodukt, wo ich jetzt sage, ich hätte kein 500 Stück für die nächste Weihnachtsfeier, also das geht nicht. Aber wenn jemand einen mal haben möchte oder auch vielleicht auch zwei, das kriegst ja, du hin. Ja, das ist kein Problem, ja. Okay, super. Ja, jetzt die große Frage. Jetzt haben wir ja über den Sekt nochmal gesprochen. Der Anlass, Sekt zu trinken, ja, das ist ja meistens, sieht man das ja so, Mädels, also ganz, ganz oft, die dann abends irgendwelche Serien gucken, ja, wo auch Sekt getrunken wird, dass man das machen kann. Nee, Sekt trinken ist schon eine uralte Tradition, gibt es schon ewig? Ja, gibt es schon lange, lange, lange. Seit es Sekt gibt, ist das beliebt. Es war das Getränk der Königshäuser, weil er damals, als er ins Leben gerufen wurde im 18. Jahrhundert von Dom Pérignon, ja, der hat ja dieses Flaschengärverfahren entdeckt oder entwickelt. Ach so, es gab vorher keinen Sekt. Nein, vorher gab es ja gar keinen Sekt. Man muss sich ja mal vorstellen, das ist, ja, da ist ja ein Druck von 5 Bar drin und manchmal mehr. Und das Glas muss es ja aushalten. Okay. Und vorher war das gar nicht möglich, weil man gar nicht in der Lage war, so stabile Glasflaschen zu erzeugen. Das heißt, Sekt gibt es erst 300 Jahre. Okay, das heißt aber, die Vorzüge des Sektes, nehme ich mal an, die haben ja früher gerne gefeiert in Frankreich, habe ich so gehört. Und ja, nicht in Frankreich. Ist der auch exportiert worden eigentlich damals? Das heißt also, die deutschen Königshäuser haben gesagt, dafür werde ich jetzt sterben, ich tausche das gegen ein Glas Honig oder so? Nee, also... Sekt wurde ja in der Champagne entwickelt und hat dann seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Sekt ist beliebt, Sekt ist ein toller Aperitif, Sekt ist ein Stimmungsmacher. Sekt hat übrigens auch relativ wenig Alkohol, ja, in aller Regel so um die 12%. Der wird ja, die Trauben für Sekt werden ja früher gelesen als für normalen Wein, deswegen sind sie auch im Zucker nicht so hoch. Deswegen letzten Endes zwar durch die zweite Gärung kommt nochmal Alkohol dazu, aber weil die so früh gelesen werden, passt das alles und man ist in aller Regel so etwa bei 12%. Zumindest in der Champagne, zumindest bei den Cremants in Frankreich. So, Rot bzw. Rosé oder Weiß, die Qual der Wahl. Du hast eine ganz einfache Antwort mir mal gegeben. Nimm einfach mal beides, probier beides mal, denn es wird immer einer mal vorbeikommen, der auf Rosé steht und der ist dann ganz glücklich, dass jemand auch Rosé hat, gell? Ja, Rosé boomt sogar. Ja, das muss man im Schaumweinsektor noch ganz dick unterstreichen. Und Champagner-Rosé, Sekt-Rosé, Cremant-Rosé wird beliebter denn je und das funktioniert einfach toll. Und meistens sind es tatsächlich die Damen, die dann eher zum roséfarbenen Schaumwein greifen als die Männer. Und du sagst, die Mädels trinken das gerne, ja, weil es ganz einfach ein bekömmliches, appetitmachendes Konversationsgetränk auch ist. Es belebt die Sinne, es belebt die Gedanken, es belebt die Stimme und man parliert gerne und trinkt und ja, es macht einfach große Laune. Ja, ich schaue gerade eine Serie, die heißt Charité Berlin. Da war so, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast in der ARD und da wurde immer schön gefeiert. Da gab es also, ich sag mal, da gab es Tanzlokale in Berlin und so weiter. Ich nehme an, wenn man das, ich sag mal, sich da so ein bisschen reinversetzt, vielleicht einen tollen Film schaut, was zu knabbern nimmt, da wären wir schon beim Thema, was könnte man denn zum Sekt essen, so als kleines, wie sagt man so, als kleine Knabberei, Snacks. ja, ich bin da sehr zurückhaltend damit, weil jeder Snack heutzutage relativ stark gewürzt und gesalzen ist. Und damit eigentlich die Wahrnehmung der Qualität des Weines
ein bisschen leidet. Also wenn, dann würde ich ungesalzene Nüsse wie beispielsweise weiße Mandel nehmen. Das passt noch ganz hervorragend, ergänzt sich auch ganz gut damit. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie Chips oder stark gewürzte gesalzene Nüsse oder Antipasti dazu nehmen. Das nimmt einfach zu viel von dem Wein weg. So, es gab ja einen ganz großen Trend, last but not least, bevor wir nochmal auf das Angebot kommen. 10,50 Euro, der Wein des Monats, quasi der Cremant des Monats, Februar 2021. Diesmal Bouvet. Excellence, ist ein Cremant von der Loire. Ja. Bouvet la Dubé heißt das Haus, sitzt in der Nähe von Saumur und ist wirklich ein Familienunternehmen. Der Besitzer hat danach ein bisschen hin und her gewechselt, aber seit einigen Jahren ist wieder die Familie Montmousseau, die das lange Zeit sowieso betrieben hatte, wieder alleiniger Besitzer. Und was Patrice und seine Tochter Juliette Montmousseau da leisten, das ist spektakulär. Man muss es einfach mal hin. Die haben Tuffsteinkeller. Also die Weine lagern wie in der Champagne in den Kreidekellern, hier in Tuffsteinkeller. Und die haben 8 Kilometer Gänge in diesen Tuffstein. Man kann es besichtigen, kann mit dem Fahrrad durchfahren. Das ist spektakulär. Ein Besuch unbedingt lohnenswert. Und wenn man schon mal da ist, dann sollte man auch das Kunstmuseum von Bouvet la Dubé sehen, das weltberühmt ist, Meisterwerke aus der ganzen Welt versammelt hat, ein Museum für zeitgenössische Kunst, Trends setzt, grandiose Ausstellungen macht. Und ich kann nur jedem empfehlen, der mal an der Loire ist, um die Chateaus zu besuchen, doch auch mal nach Saumur zu fahren, Bouvet la Dubé einen Besuch abzustatten und sich die Keller und das Museum dort anzuschauen. Wir sind bei Masterwein und du hast was ganz Tolles eingeführt im Modelljahr 2021, ist zwar kein Auto, sondern du hast einen digitalen Katalog eingeführt. Da werden jetzt viele sagen, oh, jetzt spart er sich das Geld für den Druck. Nein, denn der hat einen riesen Vorteil, der ist online abzurufen, kann man sich runterladen per PDF und der ist immer aktuell zum Zeitpunkt des Downloads. Genau, also wird täglich aktualisiert. Man hat immer die allerneueste Version. Alle Produkte sind drin, bis auf die reduzierten Schnäppchenweine, wenn der Jahrgang wechselt. Und immer top aktuell. Wir sind damit sehr nachhaltig. Das heißt, ja, wir verschwenden keine hunderte, tausende Kataloge, die wir vorher verschickt haben. Und ich sag mal so, ein Riesenvorteil ist so, die Enttäuschung ist nicht mehr da, wenn einer jetzt einen Wein findet im Katalog und den gibt's nicht mehr. Und du dann sagst, ja, aber du weißt ja, die Leute wollen immer das haben, was es nicht mehr gibt. Ja, und das ist oft so. Ja, genau. Und hier haben wir jetzt beispielsweise die Seite von Bouvet la Dubé mit den Weinen drin. Das ist der Tresor. Hier ist der Cremant Excellence Brut. Und das ist einfach immer top, top, top aktuell. Es ist immer der aktuelle Jahrgang, immer der aktuelle Preis. Aufwand ist schon hoch, oder? Die Pflege von dem Katalog? Ja, gut, wir haben halt einen Online-Shop und da müssen die Produkte ja auch täglich gepflegt werden. Und da greift eins in andere. Und der Online-Katalog wird halt aus dem Weinshop generiert. Und da steckt sehr viel Technik, sehr viel Know-how dahinter. Und das ist aber heutzutage das, was sie unsere Kunden fordern, die wollen keine Papierversion mehr haben und das ist halt umweltfreundlicher und nachhaltiger. Ja, das Coole ist auch, die kann man auch schön mitnehmen, so ein Katalog, jetzt fahre ich mal weg und so weiter, das habe ich alles drauf. Ja, vielen Dank, Frank Röder, Masterwein, ehemals WIF, muss man ganz klar sagen, also VIF. Und die Umstellung, wenn du mal kurz nochmal gerade das Logo zeigst vorne, das war hochinteressant, weil ich sag mal, jetzt man natürlich einen Namen hat, der, ich sag mal, im Ganzen gesprochen werden kann und so weiter und so ein bisschen das auch wiedergibt, was dich ausmacht als Master of Wine mit deinem Studium, was du abgeschlossen hast. Wann war das ungefähr? 2009. War die Abschlussprüfung, aber das geht ja laufend weiter. Du bist permanent unterwegs in ganz Europa, auf der ganzen Welt sogar und testest Weine, aber nicht nur, damit das Finanzamt, ich sag mal, die Reisen untergejubelt kriegt, ja, sondern nein. Das ist ein Job, du musst einkaufen gehen. Ja. Du bist fast überall persönlich da. Ja, wir kennen jedes Weingut, das wir führen, persönlich. Jedes. Wir waren überall vor Ort, haben uns das jedes Mal angeschaut. Momentan ist es natürlich sehr, sehr schwierig mit der Reiserei. Deswegen
haben wir es mit unseren Erzeugern momentan so geregelt, dass die neuen Jahrgänge unaufgefordert uns zuschicken, damit wir die hier vor Ort dann verkosten können und uns nicht auf der Messe nicht treffen können. Und deswegen haben wir damit die Qualitätskontrolle hier im Haus. Und das ist etwas, was uns sicher auch von vielen Kollegen abhebt. Ja, machen auf jeden Fall, wenn das jetzt alles ein bisschen besser wird da draußen, haben wir schon gesagt, dann gehen wir mal ins Wohnmobil und machen mal eine kleine Weintour. Vielleicht im Sommer machen wir das. Und wie und wann, das werden wir nochmal festlegen. Das ist er, ja, der Wein des Monats. Und wenn Sie ihn haben möchten, dann auf geht's. Du hast leider nur 2 Kisten bekommen, nehme ich an, oder ist der Vorrat ein bisschen größer? Es sind einige tausend Flaschen da, ja. Einige tausend Flaschen da, sehr schön. Ja, es gibt übrigens vielleicht als Hinweis, wir haben ein tolles Video gedreht in deinem Lager, in einem der Lager, muss man sagen. Da kann man mal sehen, also das war nur ein Teil, was wir gedreht haben. Du hast ein Riesenlager, bist hochgradig lieferfähig, belieferst auch die Gastronomie, muss man sagen. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zum Thema Präsenzverkauf hier. Ihr habt weiterhin geöffnet, ihr verkauft ja Lebensmittel. Ja, wir sind Gott sei Dank systemrelevant. So komisch, dass sich auch anhört in der heutigen Zeit. Nein, Wein ist Lebensmittel, wir haben geöffnet. Wir sind im Lockdown für Sie da zu den ganz normalen Geschäftszeiten. Dienstag bis Freitag von 10 Uhr bis 18.30 Uhr und Samstag von 10 bis 14 Uhr. Aber fang mal, man liest, ist wirklich die letzte Frage jetzt. Man liest jetzt immer öfter, dass so ein bisschen der Wein- und Sektkonsum leicht angezogen ist, ja. Hat das was damit zu tun, dass die Leute vielleicht ein bisschen mehr zu Hause sind, oder? Ja, natürlich. Klar, die Leute können nicht weggehen, sie können nicht ins Restaurant gehen, sie können nicht auf Feiern gehen. Also was machen sie? Sie trinken zu Hause. Und das kommt uns natürlich auch zugute, weil wir auch mit dem Online-Shop überall hin liefern können, in ganz Deutschland, ganz Europa. Insofern ist die Nachfrage da. Wir sind glücklich zufrieden, dass wir arbeiten dürfen, dass wir verkaufen dürfen. Und natürlich haben wir die Corona-Sicherheitsmaßnahmen hier. Alle tragen eine FFP-Maske. Man kommt nur mit Maske hier rein. Es gibt eine begrenzte Kundenzahl, die hier gleichzeitig präsent sein dürfen. Wir haben die Desinfektionsmöglichkeiten und insofern, wir halten uns an die Regeln, finden die auch gut und setzen sie entsprechend auch konsequent um. So, letzte Frage, ganz sicher letzte Frage. Wenn ich das jetzt sehe, bei uns im Fernsehen läuft es ja auch, ja, hier im Kabelfernsehen im Saarland. Und ich sehe das jetzt, aber ich will nicht zu dir kommen wegen der aktuellen Situation. Hast du die Möglichkeit auch zu liefern, dass also jemand vorbeifährt oder läuft das dann über den Shop? Oder kann ich hier anrufen und sagen, ich wohne in Saale-Hölzbach und habt ihr die Möglichkeit, was vorbeizubringen? Ja, genau wie die Paketdienste können wir natürlich auch liefern. Es gibt natürlich kein Handshake und unser Fahrer ist aber entsprechend auch vorbereitet. Wir stellen die Ware ab, klingeln dann. Derjenige, der es bestellt hat, der kommt, holt es ab. Wir grüßen kurz auf Distanz und alle Regeln werden dabei eingehalten und alles, das war's dann. Ja, Frank Röder, vielen, vielen Dank. Ich guck mal gerade auf die Uhr, heute ist der 26. Ich guck mal gerade. Jo, der 26. Und das Kamerakind, dein Name? Felix. Felix. Aus Bordeaux. Aus welcher Stadt kommst du? Bordeaux, das ist Fronsac. Fronsac? Ich komme aus Fronsac. Genau. Und deine Mutter ist, glaube ich, Deutsche. Ja, sie kommt aus Deutschland, aus Hamburg. Ja, und du machst hier zurzeit ein Praktikum. Für einen Moment, ja, mache ich ein Praktikum hier in Maastewein. Ist das ein cooler Typ, der Frank? Ja. Alles klar. Danke. Tschüss.